BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Mit Vollgas in den nächsten Spieltag. Viel Spaß bei unserem Feiertagsmagazin. Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Nächste Station für den BVB, der VfB Stuttgart. Dieses Spiel heute bei uns im Fokus und das sind die Themen im Feiertagsmagazin. Die Bundesliga-Saison ist für den BVB noch nicht zu Ende. Schwarz-Gelb wird auch in Stuttgart Vollgas geben. Zum dritten Mal in Folge Pokalfinale. Der Traum vom Titel lebt weiter. Seit Winterfest bei den Profis, heute zum ersten Mal im Studio, Felix Passlack. Ja, Felix, schön, dich hier im Studio begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Bei der Begegnung Stuttgart gegen Dortmund müsstest du eigentlich richtig gute Erinnerungen haben. Ich sag nur, Deutsche Meisterschaft, U17-Finale. Welche Bilder kommen da noch hoch? Natürlich am Ende die Jubelbilder nach dem 4:0-Sieg gegen Stuttgart. Ja, war ein tolles Ereignis. Was ist sonst was in Erinnerung geblieben? Was sind so die besonderen Momente dieses Spiels noch? Ich denke, die besonderen Momente waren der Zusammenhalt von dem ganzen Team. In der zweiten Halbzeit haben wir in die erste Halbzeit 0-0 gespielt. Dann in der zweiten Halbzeit Vollgas gegeben und 4-0 gewonnen. Man merkt, er ist bescheiden. Ein Tor, zwei Assists geliefert. Das ist aber knapp ein Jahr her, erst als du dann auch die Meisterschale entgegengenommen hast. In der Zwischenzeit ist viel passiert und die Karriere unseres heutigen Studiogasts, die hat so richtig Fahrt aufgenommen. Felix Passlack, das Gute-Laune-Kraftpaket, mittendrin statt nur dabei. Im Winter zu den Profis befördert, mittlerweile fester Bestandteil des Kaders. Wuchtig, dynamisch, variabel und ganz viel Ruhrgebiet. Mit Kumpel Pulisic mischt er das eigene Team und vor allem die Gegner auf. Zwei Startelf-Einsätze hat der 17-Jährige schon. Die ersten Schritte sind also gemacht. Wir freuen uns auf die nächsten. Stark am Netz. Ja. Wir haben es gehört, die ersten Schritte sind gemacht. Letzte Woche dann auch hier die ersten Schritte im Signal Iduna Park. Du hast ja schon einige Spiele durchaus hier am Rasen erlebt. Wie war es denn dann letzte Woche erstmals im BVB-Trikot hier ins Stadion einzulaufen? Ja, natürlich, super. Traumerfüllung gegangen. Schon als kleiner Balljunge am Seitenrand hat man immer davon geträumt, irgendwann auf dem Platz zu stehen. Und dass es dann am Wochenende wahr geworden ist, ist ein super Erlebnis. Lohn deiner Leistung auch im Training. Du bist jetzt 4 Monate fest dabei. Welche Erfahrungen hast du gesammelt, so vor allem nicht nur im Training, sondern auch so in den Bundesligaspielen? Was sind so die gravierendsten Unterschiede zwischen Profifußball und dem Jugendbereich? Die gravierendsten Unterschiede sind eigentlich nochmal, dass das Tempo nochmal sehr viel höher ist als in der A-Jugend-Bundesliga und dass natürlich auf dem Platz gestandene Fußballspieler, Fußballprofis stehen mit sehr viel Erfahrung und sehr viel Bundesligaspielen und das ist nochmal ein Unterschied. Du hast gesagt, gestandene Profis, die haben wir natürlich auch bei uns im Kader. Wie ist das da, wenn du so im Training bist? Gibt es da spezielle Jungs, an denen du dich so orientierst, die vielleicht deine Position spielen oder kannst du irgendwie von jedem irgendwie lernen? Nee, generell kann man von jedem eigentlich lernen, entweder ist jetzt auch auf dem Platz, ob es jetzt ein Passspiel ist oder Freilaufbewegung zum Beispiel von Marco Reus, da guckt man sich schon mal was ab. Aber sonst so in der Truppe fühlst du dich auch schon richtig als guten Teil davon. Genau, auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich super. Jetzt gilt es für dich natürlich auch so ein bisschen, so einen kleinen Spagat zu bewältigen. Auf der einen Seite Profi-Erfahrung sammeln bei den Profis halt, aber auf der anderen Seite der U19 war durchaus noch Meisterschaftsambitionen. Sieht ja auch ganz gut aus, dass die Endrunde Mitte Mai erreicht wird. Gibt es da schon Überlegungen, wie es da bei dir aussieht, wie du mit diesem Spagat umgehen wirst? Nee, Überlegungen gibt es da eigentlich noch nicht. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich die Halbfinals und das mögliche Finale dann spielen werde, aber ich lasse auf mich zukommen. Ja, ich denke mal, so einen wie dich können sie auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Finale wäre am 29. Mai. Am 21. Mai, das steht seit Mittwoch fest, geht die Saison der Profis zu Ende. Wieder einmal
in Berlin das Ticket fürs Pokalfinale. Das haben wir mit einem 3:0 über Hertha BSC gelöst. Grund genug für uns, die Highlights nochmal anzuschauen. Geschafft! Der BVB erreicht zum dritten Mal in Folge das DFB-Pokalfinale. Und die Borussia ließ bei der Hertha keine Zweifel aufkommen, wer denn den Finaleinzug am Ende verdient hatte. Es begann blutig. Gonzalo Castro musste behandelt werden. Dies hinderte ihn aber nicht, nach 20 Minuten die wichtige 1:0-Führung zu erzielen. Nach dem Motto, erst getackert, dann getroffen. Einfach ein wunderschönes Tor. Nach der Pause rutschte Herthas Brooks aus. Der BVB schaltete schnell um. Marco Reus vergoldete die Hereingabe von Shinji Kagawa zum 2:0. Das Ganze eine Viertelstunde vor Schluss. Aber einer musste an diesem Pokalabend noch treffen. Hendrik Mkhitaryan erzielte in jeder Pokalpartie in dieser Saison einen Treffer. Und auch gegen die Berliner konnte er diese Serie fortsetzen, nach starker Vorarbeit von Marco Reus. Micky, mach's noch einmal in einem Monat an gleicher Stelle. Schwarz-Gelb gewinnt in Berlin souverän mit 3:0 und der Traum von einem Titel bleibt bestehen. Die zweite Berlin-Reise am 21. Mai ist gebucht, das Traumfinale gegen die Bayern, perfekt. Und noch etwas für Statistikfreunde. Wer dreimal in Serie das Finale erreichte, gewann es mindestens einmal. Ja, super. Dann wären wir das dieses Jahr dran. Ja. Nehmen wir mit. Felix, das ist jetzt das vierte Pokalfinale in 5 Jahren. Für viele aus der Mannschaft ist das schon ein bisschen Routine. Für dich wird es das erste Mal sein. Ist da schon eine gewisse Vorfreude jetzt schon da? Natürlich ist die Vorfreude da. Bei uns war leider das Pech, dass wir die letzten 2 Jahre jeweils die deutsche Meisterschaft Endrunde spielen mussten, als das DFB-Pokalfinale war. Dementsprechend konnten wir leider nicht in Berlin sein und hoffentlich klappt es diesmal. Ja, da gehe ich jetzt mal von aus. Aber das heißt, du warst selber so Pokalfinale, diese Atmosphäre kennst du auch noch gar nicht? Noch gar nicht. Ne. Schon mal mit den Jungs schon mal so ein bisschen gesprochen, so wie das da ist, oder wird das ein völlig neues Erlebnis also für dich sein? Also bis jetzt habe ich noch mit keinem drüber gesprochen, aber ich denke, das wird die kommenden Wochen wird das sein. Wenn wir ausführlich drüber sprechen, ja. Aber Pokalfinale, das ist Zukunftsmusik. Wir wollen uns jetzt auf Stuttgart konzentrieren. Morgen das Spiel gegen den VfB. Und wir starten da mit dem Teamcheck. Und da schauen wir uns an, wie es personell bei den Schwarz-Gelben aussieht. Wie schon im Pokal wird Pierre-Emerick Aubameyang in Stuttgart fehlen. Seine Knochenabsplitterung im Zeh macht einen Einsatz unmöglich. Ansonsten kann unser Coach Thomas Tuchel personell aus dem Vollen schöpfen. Gegen den VfB ist Dortmund seit 11 Spielen ungeschlagen und damit länger als gegen alle anderen aktuellen Bundesligisten. In Stuttgart gewann Dortmund sogar die letzten 4 Pflichtspiele, unter anderem im Pokalviertelfinale mit 3:1. Christian Pulisic wurde zuletzt gegen den HSV zum jüngsten Torschützen dieser Bundesliga-Saison. Hendrik Mkhitaryan traf in der Eliteklasse 4-mal auf Stuttgart und gewann immer. Übrigens, erstmals seit dem 21. Spieltag tritt Dortmund nun wieder an einem Samstagnachmittag an. Seit 11 Spielen in Stuttgart ungeschlagen. Die Serie gilt es natürlich fortzusetzen. Jetzt ist in der Liga, können wir sagen, Platz 2 ist zementiert. Wie wichtig ist es trotzdem, die Spannung hochzuhalten bis zum Saisonfinale? Ich denke, die Spannung hochzuhalten ist sehr wichtig, vor allen Dingen jetzt auch nochmal für das DFB-Pokalfinale in 4 Wochen, dass wir da im Rhythmus bleiben und nicht aus dem Takt kommen. Und mit dem Felix Passlack würde das eh nicht passieren, weil der hat immer Bock zu zählen. Genau, ich habe immer Bock, ja. Könnte wahrscheinlich auch gut sein, der Trainer wird wahrscheinlich wieder rotieren, dass du gute Einsatzchancen hast. Letzte Woche hast du in der ersten Halbzeit hinten links gespielt, in der zweiten Hälfte im rechten Mittelfeld. Wo fühlst du dich eigentlich wohler? Das ist mir eigentlich wurscht. Also natürlich fühlt man sich auf offensiv ein bisschen wohler als hinten. Da darf man nochmal ein bisschen mehr Fehler machen, nochmal ins Dribbling gehen. Mhm. Hinten muss man dann noch schon mal richtig konzentriert arbeiten und man darf da hinten keinen Fehler erlauben. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, weil du immer noch auf dieser Seite warst, ob du eine Sonnenallergie hast und dass du deswegen noch hier gespielt hast. Nein, das war schon richtig. Wo man sich umhört, Thomas Tuchel wird vor allem dafür gelobt, dass er eben euch junge Spieler frühzeitig heranführt. Beschreib doch mal, wie ist die Arbeit mit ihm? Wie sehr geht er auf dich ein? Also er geht natürlich sehr intensiv auf mich ein, auch auf Christian. Er hilft uns immer wieder, gibt uns Tipps. Und ja, eine Videoanalyse unter der Woche ist natürlich auch immer drin, wenn wir gespielt haben, um uns dann nochmal die Fehler aufzuzeigen.
um zu zeigen, was wir gut gemacht haben, wo man sich nochmal verbessern könnte. Ja. Sehr gut. Kommen wir dann jetzt zum Gegner. Das ist der VfB Stuttgart. Nach den letzten zwei Jahren, wo man so ein bisschen immer im Abstiegskampf gekämpft hat, wollte man in diesem Jahr eigentlich mit den unteren Tabellenregionen nichts zu tun haben. Die Realität sieht aber wieder einmal anders aus, wie unser Gegnercheck zeigt. Nach einem Zwischenspurt zu Beginn der Rückrunde schien Stuttgart bereits raus aus dem Abstiegskampf. Nach zuletzt 5 sieglosen Spielen in Folge stecken die Schwaben jetzt aber wieder mittendrin. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt lediglich 2 Punkte. Das große Problem ist die anfällige Defensive. Der VfB hat bereits 60 Gegentreffer kassiert. Das ist der zweitschlechteste Wert der Liga. Die Qualitäten der Cannstätter liegen vielmehr im Spiel nach vorne. Die Weiß-Roten besitzen die 5. stärkste Offensive in Deutschlands Eliteklasse. Kevin Großkreuz hat sich direkt nach seinem Wechsel zum Leistungsträger entwickelt. Ein Muskelbündelriss setzt ihn allerdings bis Saisonende außer Gefecht. Fehlen werden außerdem Serré Dier und Daniel Ginczek. Ob Lukas Rupp nach seiner Grippe wieder zurückkehrt, steht noch nicht fest. Ja, Stuttgart wieder mittendrin im Abstiegskampf. Trotzdem, welche Qualitäten die Mannschaft hat, das haben sie auch im Pokal-Duell bewiesen. Worauf wird das morgen ankommen? Worauf müsst ihr achten? Ich denke, wir müssen vor allen Dingen auf die starke Offensive aufpassen, wie schon gerade gesagt wurde, die 5. stärkste Offensive. Und ja, dass wir unser Spiel durchziehen, unser Ballbesitz spielen und ja, vorne dann die Tore machen. Wir haben auch gehört, Kevin Großkreuz, unser alter Spezi, der fehlt. Den kennst du auch ganz gut. Der hat dir ja auch sogar nach deinem Bundesliga-Debüt über Instagram gratuliert und dann mit den Worten: Hoffe, du vergisst nie, wer für dich da war, du Ratte. Netter Gruß, aber jetzt klär doch mal unsere Zuschauer auf. Seit wann kennst du Kevin und inwiefern hat er dir auch geholfen? Also Kevin kenne ich jetzt schon seit dem letzten Winter, seit dem ersten Mal Trainingslager in La Manga. Ja, und Kevin, wie soll ich sagen, war immer für mich da, vor allen Dingen auch für die jungen Spieler, jetzt auch im ganzen Jugendbereich. Nimmt einen direkt an die Hand, wenn man oben mittrainiert. Und ja, ich denke, das hilft vor allem so den jungen Spielern. Morgen, also Stuttgart, genau. Gibt es nichts anderes als einen Sieg. Ob es jetzt gleich reicht, weiß ich nicht. Da wird nämlich keiner helfen können. Wir beide müssen in den Zweikampf, wenn es heißt Tor oder kein Tor. Ja, wir bekommen jetzt 3 Szenen eingespielt aus früheren Duellen beim VfB Stuttgart. Und wir müssen entscheiden, geht der Ball rein oder nicht rein. In der Gesamtwertung führt Nobby knapp. Das darf ich jetzt heute hier nicht vergeigen. Okay. Los geht's. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Verlierer fängt an. Verlierer fängt an. Oh, okay. Trash Talk at its best. Okay, geht los. Also. Der ist zu hoch. Der geht nicht rein. Geht auch nicht rein. Ja, gut. Du hast Ahnung. Ich habe Ahnung? Der ist zu hoch. Oh, das können wir so stehen lassen. Knapp. Aber richtig. 1-1. So, gleich weiter. Machst du oder soll ich? Wie du möchtest. Ich sag Tor. Da sag ich kein Tor. Nobby, so. Ned Selic, das war das einzige Bundesliga-Tor von Ned Selic. Das war das einzige Tor. Weiter, Entscheidung jetzt. Oh Mann. Soll ich? Wenn du möchtest. Tor. Ja, sag ich kein Tor. Oh Gott, wenn das 0-2 ist, dann war es das bei mir. Für mich, bei BVB total. Ich hoffe, der Tor kriegt die Arme nicht so schnell hoch. Job gesichert.
Weil wir fehlen total. Nein! Felix, 2:2. Ich kann sehr gut damit leben. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Es geht so. Ja. Nobby, ich hoffe, du bist auch damit zufrieden. So, schauen wir auf den Gesamtstand. 37 Nobby, die Gäste 36. Nobby, du bist also auch noch vorne. Den Rest musst du dann an den letzten Spieltagen regeln. So, Felix, ich darf dich noch bitten, hier wie alle Gäste auf unserem Trikot zu unterschreiben. Das wird am Ende dann für einen guten Zweck für unsere Stiftung Leuchte auf versteigert. Super, vielen Dank. Dann danke ich dir natürlich, dass du heute hier warst. Bitte schön. Um den Ball nochmal aufzunehmen vom Einspieler. Hoffen, dass noch viele erfolgreiche Schritte dazukommen. Danke, viel Erfolg morgen in Stuttgart. Dankeschön. Das war's vom Feiertagsmagazin von BVB Total. Ciao, tschüss aus Dortmund. Tschüss.